Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarians. Wir haben in der letzten Folge uns die ersten Räume der CD3 angeschaut und mussten feststellen, dass das nicht so ein normales Szenario ist, wo wir dann schön. Hier wäre eigentlich gar nicht so ein Aponila gar nicht mal so schlecht, ne? Könnte ich dir ja direkt töten. Ja, das ist nicht so, wie es mir, zumindest wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht habt ihr euch es ja so vorgestellt. Wir müssen hier kleine Farbrätsel machen und dann zwischendurch anscheinend gegen diese Monster kämpfen. Ja, ich warte auf den richtigen Augenblick und dann schlage ich zu, keine Sorge. Das ist hier schon absichtlich, was ich hier tue. Ich habe ein bisschen Angst und Respekt vor denen. Beziehungsweise habe ich denn. Ich habe keine. Warte mal. Ich habe gar keine. Warte mal, wir haben hier aber die Schwerkraftfunktion. Ich habe keine blaue Pille. Das heißt, ich kann es gar nicht provozieren. Ja. Ich werde nicht mehr. Okay. Ich versuche mal in andere Räume zu gehen. Ja, funktioniert nicht. Warum ist das so, Spiel? Warum ist das so? Kommt mal näher, ich will nicht daneben hauen. Habe ich getroffen? Nee, ich habe keine Ahnung, wie diese Fähigkeit funktioniert. Also anscheinend habe ich keine Ahnung. Kann ja im Grunde nur dasselbe machen wie bei den anderen Fähigkeiten. Au. Ach, ich bin tot! Das ist natürlich, habe ich jetzt nicht so auf mein Leben geachtet. Ich habe kein Safe-State gesetzt, ne? Also, das ist Müll. Das ist Müll, wirklich, wirklich. Weil das hier erinnert mich mega krass an Devil May Cry. Also dieses, das ist wirklich in... war das im Vierer auch so? Ich weiß, im Zweiten war das ganz besonders schlimm. Ach, ich habe hier noch gespeichert, dann ist ja alles gut. Ich dachte, ich muss mir jetzt hier wieder die Scheiße reinziehen. Krieg ich's hin? Ne, ich krieg's nicht hin, ich muss nachgucken. Also nochmal wechseln. Ah ja, dieses typische Festung, immer weiter hoch, zwischendurch Arena-Kämpfe. Im Hack'n'Slay, ja. Das ist das Falsche. Hier wirkt es einfach befremdlich und... Ach, keine Ahnung, das ist... Nee. Aber okay, wir können es jetzt nicht ändern. Wir machen diese... Was ist das? Blau, grün, pink, gelb, grün, blau, grün, pink, gelb, grün. Blau, gelb, grün, pink, rot. Ich hab's vergessen. Wir machen diese Gegner gerade echt zu schaffen, weil ich ja dann auch irgendwo mich dann nicht mehr zurückverwandeln kann. Ich hab grad so. Verliere gerade wirklich pro Part immer mehr an Lust. Der Bosskampf war schon echt scheiße. Also zeittechnisch meine ich. Blau, gelb, blau, grün, pink, gelb, rot, blau. Grün, pink, gelb, rot. Blau, grün, pink, gelb, rot. Blau, grün, pink, gelb, rot. Hey, war das nicht sogar so irgendeine Farbkombination, die da einmal Reihe rumging? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Also hier, dass die Lilly einbauen und so nett, aber so an sich, dass ich dann erstmal schauen muss. Hä? Yo. Welche Farbkombination war es denn jetzt? Gelb, ja, hier, gelb, grün, blau, pink, rot. Ja, ja. Gelb, grün, blau, pink, rot. Rot, pink? Ach, scheiß drauf. Gelb. Rot. Ja. Genau so sieht gelb aus. Ah, ich hab keinen Bock auf sowas. Wirklich nicht. Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Ja, ja. Gelb, grün, blau, pink, rot.
Gelb, grün, blau, pink, rot. Gelb, grün. Ja, ja, es ist wirklich Kreisverkehr hier. Dann muss ich es mir dann hoffentlich beim nächsten Mal nicht mehr merken, weil ich es ja dann weiß. Also, dann habe ich es mir gemerkt, dann brauche ich es nicht nochmal nachgucken, so rum. Oh Gott, ich habe so was von die Schnauze voll von diesen... Das ist, wirkt alles so experimentell, wo sich die Spieleentwickler wahrscheinlich so dachten, jo, das ist so innovativ und so abwechslungsreich. Ich meine, nein, ich fand die ersten beiden Szenerien fand ich mega geil. Das Hotel, das war schon genug Experiment für mich. Ne. Und vor allem hier, man ist wirklich... Das ist wirklich echt traurig, was hier gerade passiert. Ja, nicht aufladen, schön ausnutzen. Hier, direkt. Zack. Direkt rauf. Vielleicht habe ich auch schon wieder zu viel Respekt vor den Gegner. Aber schau mal. Schau mal, wie viel der... What the fuck? Ja, der ist... Der wurde halt... Ich kann mich nicht bewegen. Herzlichen Glückwunsch. So wie der erste Roboter, dem wir begegnet sind. Der frisst megamäßig viel. Das war jetzt 3. Schießt. Ja, schießt mal an. Gleichzeitig finde ich sehr, sehr gut. Natürlich schießt der letzte nicht. 4. Alter, das... Nee, komm. Komm, jetzt verarscht ihr mich. Jetzt verarscht ihr mich. Trifft doch immer denselben, oder? Hier, den da rechts. 5. Oh, weil kann ich? Hier ist ja eine Kugel oben. Ist das vielleicht irgendwie dafür die Gravitation da? Weil das werden sie mir ja wohl jetzt nicht grundlos gegeben haben. Also ich weiß ja nicht, ob ich Sachen nach oben schleudere oder ob ich Sachen von oben nach unten schleudere. Ja, okay. Ah, ich bin tot. Aber das ist kein Problem, weil jetzt habe ich es immerhin... Oh. Verstanden, er ist wieder aufgestanden, hä? Er ist wieder aufgestanden. Ja. Ey. Nee. Das bricht mir echt gerade das Herz. Ja, aber immerhin habe ich mir das schon mal gemerkt. Das sind zwar kleine Schritte, die ich hier tätige, aber wenigstens tätige ich welche, ne? Genau. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit der Schwerkraft so ein bisschen hin. Nee. Noch so ein bisschen verwirrt, dass da 4 Lampen brennen können. Okay. Okay. Ja, ist immer so die Frage. Ich habe gerade überlegt, wo muss ich denn jetzt genau stehen und so. Ich kann ihn nicht werfen, ich kann ihn nur hochjagen. Er fällt ja dann auch runter. Ja, das ist fair. Lass jetzt sie schießen. Der letzte Tanz leider. Oh, hat er mich echt getroffen. Ich muss die Pille nehmen. Ich kann aber keine Pille nehmen. Jetzt kann ich eine nehmen, kurz vor meinem Tod. Ja. Ja, das, es ist auch so die Sache, ja? Ich meine, mich zum Kämpfen zu zwingen, ist scheiße. Aber man zwingt mich ja nicht nur, sondern man vergewaltigt mich ja gleich direkt. Ja, das ist so, okay, du hast jetzt die Idee. Und Leute, ich habe die ganze Zeit aufs Pillenmenü gedrückt, aber er hat mich nicht gelassen. Ich schwöre, ich habe wie ein Bekloppter habe ich gerade drauf gedrückt.
Das ist immer so die Sache. Es ist ja nicht nur so, dass sie meiner Meinung nach eine schlechte Situation erzeugen. Nein, sie übertreiben es dann noch. Ja? So als wenn da wirklich fünf Leute saßen und der eine hat das so in den Raum geworfen und dann meinte der nächste, ja, aber hey, wieso ein Gegner, wenn wir nicht auch zwei machen können? Und dann sagt der nächste, hey, was wäre eigentlich noch geiler als ein gezwungener Kampf mit zwei Robotern? Richtig, ein gezwungener Kampf mit drei Robotern und alle klatschen und klopfen sich auf die Schultern und ich sitze jetzt hier nur so und denke mir so, Alter. So wird aus einer 10 von 10, eine 8 von 10, also das beim Hotel, das war mir schon so ein bisschen doof, also da war dann schon der Moment, wo ich dann keine 10 von 10 mehr geben wollte. Aber jetzt ist es auch keine 8 von 10 mehr, es ist eine 7 von 10. Spontan gesagt. Es kotzt mich an. Wenn schöne Spiele kaputt gemacht werden. Skippen kann man den Scheiß hier auch nicht. Bis jetzt habe ich, glaube ich, jeden direkt mal feuern, ja, natürlich, einmal hochgeworfen, glaube ich. Oh ja, guck mal hier, das ist... Werde ich jetzt wirklich bestraft, dass ich keine blauen mehr habe, weil, wie gesagt, könnt ihr ja locker in die Alau Akta Form gehen, ne? Oder? Ja, ganz ehrlich, weißt du was? Scheiß drauf. Ich feuer mir jetzt Apollinar rein. Wobei... Nee, das lohnt sich nicht. Ich spiele da lieber auf Zeit. Der Balken ist ja schon halb voll. Und dann schaue ich einfach mal, ob ich irgendwie, wie lange ich überlebe, ne? Schauen wir einfach mal, ne? Ich meine, lasst uns doch einfach mal davon ausgehen, dass ich hier mit aufgeladenen AP angekommen wäre. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da rauszukommen, ne? Das dauert doch ein bisschen länger als gedacht, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Raum hier ein bisschen leckt. Ja. Gott, krieg ich ja wieder einen Krampf. In den Händen. Ach komm, das dauert mir zu lange. Es ist wahrscheinlich eh nur ein Test. Weil ich wahrscheinlich eh sterben werde. Hier, friss. Allahu Akbar, Bitches. Wenn sie jetzt nicht sterben, wenn sie dagegen resistent sind, lache ich aber. Also innerlich. Es ist ja dann nicht wirklich... Es sieht so aus, ha? Oh, ich werde direkt verkombisiert. Das ist doof. Ich denke mal, die waren wirklich resistent, ja? Mach mal eine kurze Pause und schau mal in ein Gameplay rein. Mal schauen, wie der das gemacht hat. Okay, ja, also da scheint es nicht wirklich eine megamäßig krasse OP-Taktik zu geben, aber immerhin weiß ich jetzt ein bisschen mehr über die Schwerkraftfähigkeit. Also ich dachte halt, dass es wie bei den anderen, dass ich halt quasi vor dem Gegner stehen muss, aber dabei ist es eine Fähigkeit, die quasi um mich gewirkt wurde. Also alles, was in meiner Nähe ist, wird hochgeschleudert. Sprich, wir können da dementsprechend schauen, hey. Also vor allem ist es auch gar nicht notwendig, dass wir in der Mitte stehen. Also wir schauen einfach, dass wir die ein wenig um uns her tänzeln lassen und dann geht das schon. Ne? Man muss halt nur ein bisschen auf meine AP achten. Nicht, dass ich dann Allahu Akbar gehe. Ja, und ich musste natürlich erstmal die Stelle finden in einem Video. Und dürfte auch sehen, dass es zumindest direkt danach
noch eine Szene gibt. Also das ist, wird jetzt echt so die nächsten Minuten sein. Neuer Raum, neue Gegner, neuer Raum, neue Gegner, also neue in Anführungsstrichen, also weitere Gegner halt. Okay. Frage ist jetzt natürlich, wie wir die zueinander kriegen. Okay, das hat sich, was gar nicht so schwer problematisch ist natürlich, wenn die doppelt und dreifach angreifen. Sehe ich jetzt spontan nicht als fair an. Aber so, oh. Ja, perfekt. Und direkt wieder. Ja, das ist natürlich doof. Hab jetzt irgendwie gehofft, dass die synchron wieder aufstellen. Komm schon, Ryan! Was soll das? Fall auf ihn rauf und mach extra Schaden. Oder habe ich die schon, während ich hier auflade? Ja, guck mal. Ach so, bevor ich drücke, habe ich die dann doch schon so ein bisschen in der Gewalt. Ja, guck mal hier. Kostet das Energie? Minimal, oder? Natürlich war das zu spät. Fuck off. Aber ja. Dafür haben wir die Scheiß-Pillen beziehungsweise das Zeug zum Spritzen gekriegt, ha? Weil ja, die Bastarde halten extrem viel aus. Ja. Die bleiben echt ein bisschen kurz bevor sie aufgeladen ist stehen. Finde ich gut, finde ich fair. Aber ja, das zieht. Man sieht, es zieht echt AP. Was ist das? Es ist nicht lustig. Es ist unnötig in die Länge gezogen. Also jetzt an sich, jetzt hier mit der Gravitation und so, alles raffiniert, alles gut, alles schön. Aber diese Länge schon wieder. Oh, der ist kaputt. Kann das sein, dass der Blut ist? Oder wirkt es nur so? Scheiße, der war getäuscht. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Also beim ersten Mal jetzt, die fand ich cool, aber... Wobei, den hätte ich... Scheiße, den hätte ich normal töten sollen, aber egal. Ja, tatsächlich zweimal noch. Das wird ja hoffentlich nicht so für alle Gegner gelten. Also ich habe gesehen, dass jetzt gleich diese roten Spinner kommen, die wir kurz gesehen haben. Die werde ich dann vielleicht normal penetrieren können. Bin aber so ein bisschen verwirrt, dass hier so viele Fahrstühle sind, aber wahrscheinlich ist das einfach nur zu Deko-Zwecken, ne? Wenn ich das richtig bei dem Spasti gesehen habe, gibt es da gleich wieder Pillen am Snackstand. Also hoffentlich war das so. Das wäre echt toll. Ja, doch, guck mal hier, das passt mir sehr, sehr gut. You got some Delmeltor. Das bedeutet, dass ich für den nächsten Kampf in Anführungsstrichen gewappnet bin. Weil ich jetzt einfach mal, Moment, war das gerade derselbe Stand? Das ist ein anderer Stand, ja. Weil ich hoffe einfach mal, dass die... ja, dass die Roten anfällig für meinen Allow-Akbar-Modus sind. Ja, komm. Frissgelb habe ich ja genug. Und ehrlich gesagt können wir dann auch direkt die blaue reinwerfen. In dem Moment die. Das hier, nicht das andere Blau. Nicht das runde, das lange. Dann haben wir hier im besten Fall zweimal Nelken. Und dann vielleicht nochmal Rot. Also... Aus der Sicht ist es dann schon erträglich. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Gelben, aber es ist auch nicht so wirklich notwendig. Ja. ja, ist jetzt natürlich die Frage, welche Farbkombination, ne? Ich werde einfach mal... Ach, der funktioniert... Moment, wieso funktioniert der nicht?
Oder muss ich... Muss ich wieder hoch? Ich würde ja gerne mal speichern. Kann ich nicht nochmal mit ihr reden hier? Geht es nicht? Wechseln? Wo ist sie hingegangen? Ja, kann sie nicht anwählen? Oh, herzlichen Glückwunsch. Na, dann hoffe ich mal, dass ich beim nächsten Mal nicht sterbe. Ja, Leute, das war's heute mit Let's Play Galarians. Ja. Ich hab's eben gut gesagt. Ich hoffe, dass es in der nächsten Folge aufhört, im besten Fall. Also, dass da noch was anderes passiert. Ansonsten, wenn das so bleibt und dann wirklich irgendwann der Endboss kommt, dann bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Ja. Bis zum nächsten Mal. See ya.